Harfe des Heiligen Geistes. Das ist einer der schönen Namen, den man Ephrem dem Syrer gegeben hat. Diesem Mann, der aus dem fernen Mesopotamien stammte und mehrfach vertrieben wurde. Diesem Mann, von dem die kirchliche Überlieferung erzählt, er sei vom Geist Gottes in eine große Liturgie zu Basilius dem Großen geführt worden. Und ohne dass er dessen Sprache beherrschte, war er so tief beeindruckt von dem, wie Basilius predigte, dass wiederum Gottes Geist Basilius eingab, dass es dort einen besonderen Mönch in seiner Gemeinde gebe, der ihm heute zuhört. Und er rief ihn zu sich. Und nachdem sie kurz im Allerheiligsten gesprochen hatten, hat er ihn zum Diakon geweiht. Ephrem, der Diakon der Syrer. Von Kind an von Mönchen erzogen. Wir dürfen uns allerdings jetzt nicht eine große Abtei oder irgendein Seminar vorstellen, sondern von richtigen Mönchen erzogen. Das heißt in der Regel in der Wildnis, mit einem geistlichen Vater, dem man folgt, von dem man alles abschauen kann, von dem man lernen kann. So geprägt bestreitet er sein Leben und er wird es sein Leben lang ablehnen, aus Demut zum Priester geweiht zu werden. Er will Diakon bleiben. Er sucht diese Christusförmigkeit in diesem Amt, und zwar genau in diesem. Begabt wie kaum ein anderer. Eine der kirchlichen Überlieferungen sagt, er habe 3 Millionen Verse geschrieben. Einiges von ihm ist verloren, aber die Anzahl der Hymnen, die wir von ihm haben, und das Besondere bei Ephrem ist, dass es nicht irgendwie eine Dogmatik ist, die man in Versform gebracht hat, sondern dass es wirklich der Lobpreis ist, mit der er den Glauben der Kirche über Christus, über Gott, über Maria bekennt und sogar Irrlehren abwehrt, in Form von Liedern, von Hymnen. Das, was man viel später erst, was die Reformation aufgreifen wird als Mittel, wenn man so will, der Propaganda, wozu dann die Katholiken 100 Jahre brauchen, bis sie wach werden und es ebenso nachtun. Das finden wir schon bei Ephrem dem Syrer, aber nicht als Propaganda, sondern als Geist gewirkt. Und es ist interessant zu sehen, dass er wohl erst die letzten 10 Jahre seines Lebens, nachdem er erneut aus der Heimat vertrieben wird, die Grenzen verschieben sich ständig zwischen Byzanz und dem Perserreich. Er will nicht unter der persischen Fremdherrschaft leben, wo er als Christ seinen Glauben nicht ausüben kann. Aber der Schmerz des Exils bringt im Grunde genommen diese Energie erst hervor, alles niederzuschreiben. Wir sollten nicht nur bewundernd vor diesem Ephrem stehen. Wir sollten nicht nur das Schicksal der Christen im Nahen Osten in seinem Schicksal vor Augen haben, sondern vielleicht auch lernen, in den Stunden unseres äußeren oder inneren Exils Gottes Geist und seine Kraft zu entdecken, die etwas schaffen kann, die etwas bewirken kann, wenn diese Kraft denn hingeordnet ist zum Lob Gottes.